Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei Folge. Ich habe eben geguckt. Ha! 63, glaube ich. 83. So, wir sind nicht in den östlichen Festländern, wir sind in den westlichen Festländern. In den östlichen war ich auch eben kurz. Ihr seht. Da konnte ich aber noch nichts annehmen, habe ich gedacht. Scheiße, das Dorf läuft wieder zurück. Wir sind jetzt in den westlichen. Hier können wir schon mal zwei Quests annehmen. Ich habe es nur schon mal geguckt. Und wir können hier Geißelsteine abgeben. Und an, ja. Und hier, nee, hier haben wir den Anstecker der Gittumdämmerung. Den haben wir eben bekommen. Davon kriegen wir dann diese Geißelsteine. Was kann ich für euch tun? Ich nehme die Quests mal an, die ich hier verfügbar habe. Ich hoffe, dann kriege ich auch nämlich sagt schnell die Geißelsteine und kann abgeben für Ruf. Gucken, wo wir hin müssen. Ich habe nämlich keinen Plan. Da, ja. Schickt uns trotzdem dahin. Beide Piste mieten. Aha. Da? Puh. Ist nicht der. Nicht. Okay, das ist eine Dungeon. Tja. Das habe ich mir jetzt etwas anders vorgestellt. Erzeugen helfen. Tja, östliche da. Toll, in den östlichen Festländern dann. Das ist ja doof. Haben wir denn irgendein Item dazu bekommen? Der Mietenhügel in den östlichen Festländern. Warum kann ich eine Quest für die westlichen Festländer in den östlichen Festländern annehmen? Oh, Backe. Tja, ich würde sagen, die brechen wir ab. Ich hätte vorher gucken sollen. Die brechen wir auch ab. Räumen wir doch direkt mal auf, wenn wir dabei sind. Lassen wir mal. Sind wir denn eventuell da lang? Wir könnten mal in die nächste Gipfel, müssten wir da runter. Dann begleitet mich auf meinen tollen Weg in die nächste Gipfel. Es ist wirklich sehr spannend hier. Warnung, Festländer. Okay, ich glaube damals waren die östlichen. Ja, doch, die östlichen Festländer waren auch PvP. Gucken, ob wir da hinkommen. Glaube ich, hier runterlatschen, ne? Oh, lang, lang ist her. Gehört das da schon zu den Nistgipfeln? Ich weiß es gar nicht. Nee. An den Nistgipfeln gab es auch den Hammer von Zul'Pharak. Vielleicht finden wir den ja da auch. Mal gucken mal. Ja, das ist immer das Coolste hier. Dreck. Oh, ich habe schon ganz vergessen, dass man abgemountet wird im Wasser.
Schnell wieder drauf und weiter geht's. Vorgebirge des Hügellands. Hier so rum. Ja, passt, passt. Und hier oben ist Rabenflucht für die Schurken. Bestimmt auch der ein oder andere. Da muss man unter anderem hin für die Schurkenquest von nachher von Mist of Pandaria. Der Graubär. Gut, dann mache ich jetzt hier gleich hier wieder hoch. Das war ein bisschen umständlich jetzt. Aber so lernen wir auch mal die Listgipfel kennen. 40, ja, das lässt jetzt viel fürs. Naja. Bisschen Grummel, Grummel. Aber. Wir sind jetzt komplett equipped. Nicht gut equipped, aber wir sind komplett equipped. Hinterland? Nee. Wie ist Hinterland? 40 bis 50 irgendwann. Wahrscheinlich sind ja dann grau, die gut distant. Ja, ich glaube, wir sind in einer doofen Levelzone. Nee. Eine doofe Levelzone. Wie ein Nistgipfel. Können wir mal nehmen. Gucken, was die uns so bringen. Gucken. Bedacht. Langsam drauf zu, damit du nicht direkt abgeholt wirst. Hier ist auch selten jemand. Schon damals war hier selten jemand. Da hat man schon ein, zwei gesehen, aber. Viel mehr auch nicht. Und hier gehen wir nicht zurück. Hier können wir nach oben gehen, hier ist ein Flugpunkt und auch noch eine Quest, weil hier dieser Nistgipfel heißt er, ne, ist der Platz, woher die Allianz ihre Flugtiere bekommt. Auch mal interessant, ne? Ja, auf jeden Fall haben wir kein Problem, denke ich mal, irgendwelche Gruppenquests hier zu machen, die hier sein könnten. Ich glaube, wir waren keine. Ja. Oh, warte, der ist der grün. Ja, ich glaube, wir kriegen dafür. Naja, im Moment können wir ledern. Muss auch positiv sehen.
versucht zu vergiften. Das klappt dann nicht so. Ich meine, letztens habe ich für irgendwas EP bekommen, das grau war. Ist doof. Oder? Ist doof. Noch, ich weiß, eine Zeit lang habe ich mir echt na gut, dann kommt halt immer drauf an, wie weit man das mit den Quests macht. In 50. Hm. 43, nee, das ist doof hier. Wie machen wir das denn am besten? Ich würde sagen, machen wir das so. Und gehen doch in den Krater von Unguru. Können wir die Aura brechen? Ich denke mal nicht, dass wir da so schnell hingehen werden. Die lassen wir mal, weil die Karotte ist recht ansprechend. Und wir machen etwas Unübliches, was eigentlich damals nicht ging, was eigentlich immer noch nicht geht. Kalimdor. Götzgezahn. Ist da hier Götzgezahn, genau. Das geht eigentlich nicht. Alles mit Fliegen und weiß ich nicht. Aber wir nehmen Tricks. Der Aeromat, naja. Wen geht's auf? In die Pestlen. Ach, in die Pestlen, also schon. In den Tana, Krater von Ungo. Fluchen war aber nicht da schon, ne? Was kann ich für euch tun? Nein. Haben wir nicht. Klein. 48 bis 55. Oh Mann, wir sind so groß, ey. Aber das einzige Tolle ist, wenn wir gleich nachher in den Pestländern, ich sag mal Pestländer, wenn wir nachher im Krater von Ungro sind, können wir immer noch nach Tanaris gehen. Nach Tanaris, nach wo ist es denn? Das? Nee. Nach Selitus. Weil man kommt nach Selitus nur über den Krater. Ich hoffe, von da aus können wir dann in die Scherbenwelt gehen. Weil der Weg Scherbenwelt war immer krass. Beziehungsweise, wenn wir dann in der Scherbenwelt sind, dann ist das alles etwas entspannter. Doch, die Scherbenwelt ist richtig cool. Ja, wenn nur nicht das Reisen wäre. Dann 60, wenn wir dann
600 Gold haben. Können wir uns da schnelle Reiten kaufen oder 800 Gold? So um den Dreh. Aber da ich nicht glaube, dass wir noch eine riesengroße Goldkiste finden mit 1000 Gold, sehe ich davon ab, dass wir da schnelle Reiten dann schon haben. Von daher bin ich ganz optimistisch, nee, objektiv, dass wir wahrscheinlich weiter langsam reiten werden. Von daher. Das sind die Eingangssäulen. Jetzt werden die so grün hier. Besser als wenn wir da im Hinterland rumstehen. Das ist auch eine Konstruktion, ne? Wenn die in echt stehen würden, ne? Wahrscheinlich angucken, wenn man seine gegen die umfallen, wenn man dagegen die so patsch. Hier ist der Eingang. Zum Krater von Unguru. Schön, oder? Hier ist auch sehr grün, sehr dschungelig. Na, ich glaube, irgendwann hat man so raus, wo man immer questen gehen kann. Funktioniert das alles leider nicht, so wie man sich das vorstellt. Weiß gar nicht, ich habe meine Sprungtaste. Klick, 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 klick. Müsste auch irgendwo ein Questgeber stehen. Ja, da steht er. Schon mal ein gutes Zeichen, wenn wir die Quest sehen. Gehen wir erstmal zum Lager. Ah, ne. Wollte gerade sagen. Jetzt weiß ich, wofür die sind, aber nein. Nee, nee, die. Wahrscheinlich bei allen Tieren. Alle Tiere im Krater von Unguru anzeigen. Aber das ist ja die Erde vom Krater von Unguru. Die liegt ja sogar auf der Erde. Weil wir die Erde theoretisch von allen bekommen. Aber ich weiß nicht, wofür die Dinger hier sind. 61 Liter, die würden uns einfach so umnutzen. Von daher lassen wir die lieber in Frieden. Kleber. Hier gibt es Mario und Luigi. Hier im Lager gibt es Mario und Luigi. Und Link von Zelda. Teil ist, hat keine Erde. Bescheid. Es hat auch keine Erde. Aber die Dinger kann man kirschen. Was hätte ich denn da? Wahrscheinlich dicke. Ich habe nicht drauf geachtet. Wow. Direkt abgemountet.
Und er hat doch Erde. Ha. Ja, wie gesagt, die Erde kriegen wir schnell genug zusammen. Die brauchen wir jetzt nicht. Farm oder so, das geht so rucki zucki. Von Gorillen, die lassen aber auch erstmal, weil ich wollte mir erst den Flugpunkt holen und halt noch ein paar andere Quests mitnehmen. Und hier, das sind die Gorillas. Da drin ist Amy. Ich weiß aber nicht mehr, wie das. Es ist von einem Film. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, das hat was mit zu tun mit Gorilla im Nebel. Ist auch mit wem der war, mit Sigourney Weaver, glaube ich, wo die Silberrücken Gorilla studiert oder so. Auf jeden Fall schon etwas älter, der Film, in die Jahre gekommen, könnte man sagen. Gorilla im Nebel heißt aber. Ha, noch ein Jäger. Schade, mal betrachtet. Aha, da ist das Lager. Wir kriegen auch unseren Superkleber. Redet mit mir. Ja, das hier ist die Amy. Aber die Quest funktioniert nicht. Die hatte schon mal ausprobiert. Ja, weiß ich das. Quest kann man schon mal annehmen. Ach, guck mal hier. Wunderbar. Wunderbar ist das doch. Ringo. Weil hier gibt's mal neue Sachen von uns. So, da ist Luigi. Braucht ihr etwas? Mögen eure Reisen sicher sein. Da oben ist Mario. Mario ist böse. Böser Mario. So, und der Flugpunkt. Alles klar. Wir sagen, haben diese Folge sehr viel geschafft. Im Prinzip gar nichts. Außer durch die Gegend gereist. Und sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW. Die Folgezahl weiß ich gerade nicht. Auf Wiedersehen. Und denkt dran, lasst ein Abo da, ein Like und vielleicht teilt das Video. Wir sehen uns.